Let's go. Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Seltsames Gerät entdeckt, das bereits aktiviert wurde. Es scheint zu leben. Und es sieht ultra ekelhaft aus. Scans liefern keinerlei Informationen. Oder Kiontos oder Tontos oder keine Ahnung, wir sagen einfach Tonos. Dieses Gerät schaltet neue Gegenstände frei, die du im Austausch für Äther anwenden kannst. Auf der Anzeige siehst du deinen Fortschritt. Erreicht das Licht die Spitze, schaltest du den nächsten Gegenstand frei. Ah, okay, dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier Schönes? Kinetischer Sauger. Nahkampfeliminierung reparieren Unversehrtheit. Schubablenkzeit verringert. Dauer 15 Sekunden. Halt leider nur einmalig. Kann ich hier das jetzt wieder... Nee, okay. Okay, okay, okay. Das ist quasi so am Anfang immer so ein Item, was wir bekommen für einen Run. Oh, shit. Nein, warum hat er nicht getroffen? Uiuiui. Eieieiei. Okay, ich bin jetzt echt mega gespannt, ob wir jetzt immer wieder den Boss machen müssen oder ob der tot bleibt und ich bloß das Tor erreichen muss. Heilung? Warum leuchtet hier das Auge runter? Hier haben wir erstmal einen Nebenweg. Da gehen wir als allererstes lang. Und da kommen wir nicht hoch. Wenn wir das Upgrade nicht haben dafür, können wir direkt wieder zurückgehen. Nice. So, und das teleportiert uns wahrscheinlich eh nach unten. Schnell drüber. Ah, Nebenmission. Okay, man hat mega viel Zeit. Haben wir noch irgendwo was? Nee. Dann raus hier. Uhuhu. Unversehrtheit erhöht. Sehr schön. So. Hier geht's lang. Ja, ins Wasser kann ich halt nicht rein. Da bekommen wir auch noch ein Upgrade, schätze ich mal. Die Frage ist nur, wann und wie. Okay, wir können uns auf jeden Fall nicht teleportieren. Zum großen Tor. Ich bin echt gespannt, wie das jetzt hier abläuft in dem Run. Komm her. Eine Chiffre. Tschüss. Ist der runtergesprungen gerade? Ja.
So, noch mal ein Schlüssel. Da hoch kommen wir leider nicht. Da haben wir noch mal ein Herz. Ein Prover noch, dann erhöht sich's wieder. Kommen wir hier auch durch? Schade. Okay, ich frage mich, wie wir hinter diese Tore kommen. Nee, keine Ahnung. Okay. Halt, da wollen wir noch nicht lang. Da kommen wir nicht hoch. Gibt zwei Hauptwege. Okay, wir gehen erstmal hier lang. Kiste. Ja, wir machen wenn dann die hier auf. Und die reinigen wir jetzt auch mal. Nachladeüberladung. Erfolgreiche Überladung verringert die Altfeuerabklingzeit um 3 Sekunden. Nice. Vor allem ist jetzt ein dauerhafter Perk für diesen Run. Ach komm, wir machen die anderen auch auf. Unbekanntes Objekt. Apex-Sphäre. Du erreichst sofort maximal Adrenalin. So, um es loszuwerden, Gegenstände herstellen. Und was kriegen wir hier noch? Nochmal einen neuen Gegenstand. Altfeuer-Kühlmittel. Setzt sofort Altfeuer-Abklingzeit zurück. Nice. Die rüste ich gleich mal aus. Ne, ist ja kein Parasit. Forget it. Wir haben zwei Wege. Wir haben zwei Wege. Rechts geht's zum Tor auch. Wir gehen jetzt mal hier rein. Einfach ein bisschen rausfinden. Schädlicher Schlüssel. Gib her. So schädlich war er gar nicht für mich. Noch einer? Ne, ein Kalibrator war das. Weg mit dir. Und da geht's jetzt auch zum Tor. Autsch. Oh je, je. Nein, verkackt. Ich hätte gerne eine andere Waffe. What? Wo bin ich jetzt gerade reingefallen? Überhaupt nicht gesehen, dass da so ein Nebending war. Alles hergeben. Nein, ich hänge fest. Okay, wieder raus. Okay. Lass mich mal kurz die Map checken. Ziel, da ist mein Ziel. Ich möchte noch ein bisschen erkunden hier. Vor allem hätte ich gerne eine andere Waffe. Nice. Da haben wir einen Teleporter. Ich meine, weil die Upgrades bringen mir ja auch was für das Ödland. Das ist jetzt natürlich nicht so geil. Uiuiuiui. Nein, daneben geschlagen. Oh shit. Warum hat er nicht getroffen, bitte?
Wo bist du hin? Da. Haben wir es jetzt? Was hast du getroppt? Nee. Spuckmaul bin ich überhaupt kein Fan davon. Parasit. Überlebt einen tödlichen Hieb, löst sich danach von selbst ab, verringert beim Ablegen deutlich die maximale Unversehrtheit. Ja, okay, aber bevor ich ganz sterbe, ist es doch nice. Hat er sonst noch irgendwas? Ja, das sind die zwei Samen. Ich meine, bevor ich dann ganz sterbe und der Run ganz vorbei ist, ist es doch cool. Hier haben wir noch was. Zack. Perfekt. Okay, zwei Nebenwege. Immer schön die lila Dinger kaputt machen. Ihr seht, was da rausdroppt. Dann gib mir mal was Schönes. Sehr schön, das zählt auch als Gegenstand hergestellt. Entfesselt einen expandierenden Energieschub, der feindliche... Okay, nee, möchte ich nicht haben. So, wir haben hier aber noch einen Weg. Oh, ein Logbuch. Okay, gucken wir mal, ob wir hier jetzt schon mehr lesen können. Rätselhafte Übersetzung. Unzählige Augen starren sehnsuchtsvoll auf vom strömenden Regen verdunkeltes Sonnenlicht. Wir müssen ins Ödland ziehen, wo uns unsere Visionen eine neuartige Transzendenz gezeigt haben. Herrlichkeit, Herrlichkeit, Herrlichkeit. Übersetzung abgeschlossen. Nice. Also lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn man schon im zweiten Gebiet ist, das erste noch zu erkunden. Um es wahrscheinlich auch zu vervollständigen, nehme ich an. So, dann gehen wir hier durch. Lass mich in Ruhe. Oh nein. Bisher mein absoluter Hassgegner. Die auch so viel Schaden rausdrücken. Danke. Nein, der lebt noch. Jetzt ist er aber tot. Wir hatten hier doch noch einen. Ist der schon gestorben? Da ist er doch. Das Obolith, das lassen wir hier. Obolith. Obolith. Wer kennt es nicht, das Obolith? Ich muss mich unbedingt daran erinnern, die Items öfters einzusetzen. Ich nehme die mit die ganze Zeit, aber ich nutze sie gar nicht. Da komme ich nicht rüber. Komm her. Ciao. Okay, zwei Items.
Reparaturverstärker, verdoppelt Reparatureffizienz. Was haben wir hier noch? Genau das gleiche nochmal. So aber nicht, Freunde. Oh, hinter... Nee. Warte, da war doch irgendwo einer. Nee, doch nicht, scheinbar. Da komme ich nicht rüber. Von da bin ich gekommen. Oh, das Haus ist wieder da. Und das Haus leuchtet auch wieder. Heißt, wenn wir einen Schlüssel finden, können wir wieder rein. Und wir haben auch ein neues Logbuch. Oh, ich kann rein. Shit, jetzt habe ich das Audio-Logbuch abgebrochen. Ja, dann gehen wir da rein. Ich mache die Cam wieder aus da dafür. Sieht ganz anders aus. War irgendjemand hier? Eine neue Nachricht. Das war's. Kuckuck. Neue Tabletten. Brauche ich schon lange nicht mehr. Ob wir uns das alles nur einbilden, weil wir auf Tabletten sind? Kann man dann lesen, was da durchgestrichen ist? Nee, nicht wirklich. Aber das Zeug, das runtergefallen ist, das liegt immer noch so. Okay, hier ist halt einfach dunkel diesmal. Irgendein Symbol an der Türe, oder? Ich kann auf jeden Fall nicht lang gehen da. Gucken wir nach oben. Hallo? Wer ist da? Die Tür ist offen diesmal. Man hört Kindermusik, also so eine Spieluhr, meine ich. Nachdem sie viel zu lange darüber lamentiert hatte, was im Ablehnungsschreiben stand, draußen gerann der Nebel und formte eine Gestalt. Noch so eine unwillkommene Erinnerung. Hätte Tali den Mumm gehabt, ihrem Instinkt zu folgen und dem Unvermeidlichen zu entsagen, hätte sie es einfach mit dem Rest verbrannt. Das System braucht Chaos, sagte sie zu niemandem. Ihr Geständnis sollte Mut vortäuschen, ein Verhalten, das sich in letzter Zeit öfter zeigte. Morgen würde sie es bestimmt bereuen, so ganz ohne Flasche mit Ambrosia und ohne ein Bett zum Verkriechen. Die Verdammnis trug ihren Namen auf der Zunge. Sonst keinen, und sie war ihr beinahe willkommen. Jetzt, da die Umgebung stabiler war, schien der Zeitpunkt geeignet, die Gegend nach Realitätsblasen abzusuchen. Sie betrat das Atrium, rückte ihre Ausrüstung zurecht und scannte das Innere. Dritte Instanz. Keine Nicht-Realität reißt Materie oder Energie. Systeme nominal. Sie runzelte die Stirn. Die letzte feststehende Aussage war eine Lüge gewesen. Der Status stimmte schon seit Jahren nicht mehr. Aber wie auch immer, ob Hohn oder Hoffnung, immer noch besser als Komplikationen, die die Crew gerade noch vor Eintreten des Hirntods rekalibrieren konnte. Mit ein wenig Glück würde sie diesen Tauchgang überleben. Die Nachbartür war gewaltsam geöffnet worden. Das allein war Beweis genug, dass sie trotz der drohenden Gefahr kurz vor dem Ziel stand. Sie überschritt die erste Schwelle. Ein Brabbeln drang aus dem schwarzen Monitor auf der anderen Seite des Raumes. Sie näherte sich
und das Geräusch verwandelte sich in ein Wimmern, das als läge seinen Ursprung irgendwo tief unten. Ein Gedanke schoss ihr durch den Kopf. Es war der wogende Ichor. Ohne zu zögern, stieß sie die Arme hinein. Das Nichts hatte Gefühle. Wie üblich spürte sie nicht, wie sich ihre Hände in der Leere bewegten. Nichts als eine Phantomerinnerung. Prüfend ausgestreckt. Nur knapp das etwas verfehlen, das ein Titan war. Der hatte sich hier also versteckt. Wenn sie ihre Hand doch nur einen einzigen Zoll. Ein Echo der Gewalt erscholl in der Nähe. So als stürze ein Guillotinenbeil auf ein Klavier herab. Sie riss die Hände aus dem Ichor. Ihr Herz hämmerte, ein Gefangener in ihrem Brustkorb. Das war knapper als letztes Mal. Unbeeindruckt und frustriert darüber, die Chance vergeben zu haben, einen wehrlosen Titan zu ergreifen, inspizierte sie den Ursprung des Geräusches. Die Luft vibrierte im Klangmuster eines Liedes, das sie hasste. Sehr effektvoll. Ihre Finger tanzten, trotzig und um ihren Beobachtern zu beweisen, dass sie immer noch die Kontrolle hatte, rief sie sich das Lied absichtlich ins Gedächtnis. Acheron. Es kam aus dem Atrium. Acheron, Acheron. Die Vergeltung verlangte nach ihr. Furchtbares Timing. Acheron. Tali stürmte ins Atrium, um auf den Ruf zu reagieren und hörte nichts. Totes Rauschen und der Ton einer fehlgeschlagenen Verbindung. Ihre Ausrüstung zerstörte sich wie von innen heraus. Doch dann stieg eine ähnliche Drohne aus dem Ichor gefüllten Monitor im anderen Raum auf. Sie lief zurück und beobachtete mit sinkender Erwartung. Doch da waren sie. Zwei wechselnde Bilder der lange ausgestorbenen Vergangenheit und der nichts existenten Zukunft. Mit Zeitachsen kannte sie sich aus. Zeitachsen, so schmerzhaft, dass sie nie aufhörten, ihren Verstand zu belasten, wenn er im friedvollen Schlaf sinken wollte, der ihr Nacht für Nacht verwehrt wurde. War das der Preis der Nekrophysik? Die flackernden Bilder hielten an. Der Astronaut starrte zurück. Als sie den Hintergrund erkannte, eilte Tali zum Flur, dem Verbindungsstück zwischen Atrium und was auch immer. Hier haben wir noch ein Notebook. Die Spieluhr hat auch aufgehört, by the way. 8.36 Uhr. AM oder PM? PM. Okay, was haben wir hier? Oh, dieser Wald, den wir immer im Traum sehen, oder? Startup. DOS-Commands. Holy shit, wie alt ist das Notebook? Dead Kronos Wait Streaming. Arrow. Verzögerung unseren gegenwärtigen Anforderungen. Let me in. Ich lese noch ganz kurz. Verzögerung unserer Antwort, unsere gegenwärtigen Anforderungen, Astra Notfallvorschriften, evakuieren, lass mich rein. Klopft wieder der Astronaut hier an die Scheibe, wie sich hier plötzlich alles verändert hat. Scheibe ist auf jeden Fall mal niemand. Das ist unten die Tür, oder? Die Eingangstür sogar. Ja, wieder der Astronaut. Er wartet immer noch. Hey, The Real Booster, danke für dein Follow. Mach ich. Ja, einfach weg war. Tür ist immer noch dunkel hier. Müssen wir wieder hoch? Nochmal aufmachen kann ich es nicht. Jo, wir gehen wieder hoch. Alter, was?
Plötzlich liegt hier ein Oktopus. Okto. Ich kenne dich. Gracie. Wieder so ein Würfel. Oh shit. Okay, das Notebook ist auch einfach weg. Das habe ich noch nie gesehen. Bedauerliche Verzögerung. Unseren gegenwärtigen Anforderungen? Für wen ist das? Astra Corporation Hauptquartier, Vereinigte Staaten von Amerika. Sehr geehrte Bewerberin, bitte entschuldigen Sie die bedauerliche Verzögerung unserer Antwort. Aufgrund der überwältigenden Anzahl von Bewerbern befinden wir uns in einer unerwarteten und beispiellosen Notlage. Wir freuen uns über Ihr Interesse an der ausgeschriebenen Position, haben uns jedoch nach eingehender Prüfung Ihrer Unterlagen für andere Kandidaten entschieden, deren Hintergrund und Fähigkeiten unseren gegenwärtigen Anforderungen eher entsprechen. Zu diesem Zeitpunkt stufen wir Ihre Kenntnisse als nicht für Weltraummissionen geeignet ein. Sollten wir Stellenangebote haben, die besser zu Ihrem Fachgebiet passen, ermutigen wir Sie jedoch, sich erneut zu bewerben. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Programm. Mit freundlichen Grüßen, Astra Kommando. Irgendwas stimmt hier nicht. Also entweder bilden wir das uns alles hier nur ein oder wir sind in einer Art Traum gefangen oder sowas. Ich glaube nicht, dass wir wirklich Astronautin sind. Wirkt zumindest so auf mich. Marc, schönen Abend dir, danke für deinen Lurk und sehr gerne mal wieder. Sehr gerne. Okay, wir sind wieder draußen. Und wir haben die Spieluhr bekommen jetzt. Okay, was haben wir hier Schönes? Jetzt habe ich es gerade nicht gelesen. Aber wir können es ja hier noch... Halt, hier war es doch schon. Ein Kästchen, dessen Machart und Stil unbekannt sind, stößt in völliger Stille hinein und wieder ein kurzes, unterbrochenes Klagelied hervor. Zur weiteren Analyse zusätzliche Daten nötig. So, persönlicher Gegenstand macht in der Nähe geheime Orte ein Geräusch. Okay, sehr, sehr cool. Danke dir, Marc. Mach's gut. Viel Spaß im Keller. Okay. Also, Chat, wir werden auf jeden Fall die erste Gegend noch mehrmals erkunden, weil wir bekommen hier ja immer irgendwelche Sachen dann. So. No, ich habe nicht genug. Ich habe auch keinen Äther zum Eintauschen. Nicht genug Obolith. So, was können wir sonst noch machen? Ermöglicht einen stärkeren Nahkampfangriff. Repariert Unversehrtheit um 5% bewirkten Schaden pro Adrenalinpegelstufe. Nahkampfeliminierung erhöhen kurze Tempo und Schutz um 25%. Ja, ich finde alles nicht so toll. Wir sparen das mal. Hier haben wir einen Teleportpunkt. Die Verbindung zu unseren Brüdern ist entrückt, verloren. Unser Leid unerträglich. Wir können den endlosen Kreislauf der Gewalt nicht stoppen. So, ich möchte mal kurz die Map checken, weil wir hatten ja mehrere Wege eigentlich. Da kommen wir nicht rein. Ja, hier haben wir auch noch Wege. Und das ist unser Ziel. Ganz, ganz komisch. Also wir gehen jetzt erstmal den Weg hier weiter. Wir jetzt hier plötzlich schon Gegner aus dem zweiten Bereich haben, oder? Oh nein. So mag ich das gar nicht. Komm mal her. Autsch. Weg hier. Au, 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 au. Nochmal so einer.
Kommt hinter mir. Weg mit dir. Wir hatten hier doch irgendwo Heilung. Doch schon irgendwo Heilung gesehen gehabt. Da unten. Nochmal Feinde. Oh, da. Jo. Was haben wir hier Schönes? Generiert ein Schild, der dich vom nächsten Treffer schützt. Bei der nächsten kritischen Phase setzen wir es auf jeden Fall ein. So, dann mal hoch hier. Wir haben hier noch irgendwo einen Feind, ja? Ein Schlüssel. Wo haben wir die Heilung? Doch irgendwo unten, oder? Hier irgendwie, ja. Ja, damit. So, was haben wir denn da für ein Tor? Quatsch, hier rein. Hauptweg geschlossen. Ach, brauche ich einen Schlüssel wahrscheinlich. Eindämmungstor. Was zur Hölle ist das Eindämmungstor? Okay, wir gehen jetzt erstmal hier unten im blauen Tor rein. Und dann gucken wir, was das Eindämmungstor ist. Hier haben wir Kisten wieder. Kennen wir die schon oder sind das... Ja, die kennen wir schon. Ja, damit. Die ist da deutlich besser. Die ist ja deutlich besser. Da kommen wir leider immer noch nicht rüber. Machen sie auf jeden Fall auf. Schade. Stürze bewirken Schaden. Hm. Aber Stürze bewirken doch immer Schaden, oder? Wenn ich aus großer Höhe drop. Strange. Irgendwas ist hier auf jeden Fall noch, aber keine Ahnung. So, dann gehen wir da oben mal rein. Nicht hier, sondern hier. Bewuchs vernichten. Okay. Uhuhu. Verkackt nachzuladen. Autsch. Nein, noch nicht ready. Ich muss jetzt erstmal in den Nahkampf. Stirb. Respawn. Oh nein, schon wieder so ein Baum. Ich aktiviere mein Item. Nein, er ist nicht gestorben. Autsch, 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 autsch. Alter Schwede, was ist denn hier gerade los eigentlich? What? Ach ja, nochmal was. Letzte Gegner unterwegs. No. Nein, daneben geschlagen.
Wollte gerade sagen, stirb doch bitte. Nein, nicht die Waffe wechseln. Oder ist die besser? 3 Schaden. Wo bist du jetzt? Wow! Ui, ui, ui. Nein, verkackt. Du hast jetzt aber was Geiles getroppt. Wenigstens wieder eine gescheite Waffe. War's das jetzt? Ja. Oh, Gott sei Dank. Alter Schwede, das war gerade actionreich. Aber richtig cool. Heilung wäre jetzt nur nice. Da haben wir noch ein Item. Oh, eine Kiste sogar. Nee. Wir behalten meine Waffe. Hier haben wir noch was. Heilung. Artefakt. Und Aether. Was haben wir gerade bekommen? Erhöht die positiven Effekte von Parasiten. Nice. Okay, das war's jetzt erstmal. Okay, höchste Priorität jetzt Heilung. Heilung, Heilung, Heilung. Oh shit. Ja, Bereich gesperrt. Okay, wir müssen erst das da hinten zerstören. Sonst sind hier alle die ganze Zeit geheilt. Nein, ich bin noch gedodged. Oh, Heilung, 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 Heilung. Das war ganz wichtig gerade. Start nach. Wow. Shit, 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 shit. Wir haben hier hinten noch Heilung. Nein. Wir haben zwar eine zweite Chance hier, aber... Unser Leben ist ziemlich krass verringert worden. Komm her. Aufspießen. Aufspießen finde ich gut. Shit, ey, jetzt ist unser Leben wieder krass niedrig. Ja, dann gucken wir, was uns hier erwartet.